Ja, dann herzliches Hallo wieder zu einer kleinen Runde Project Cars Old Park, zweite von zwei Runden hier mit unserem 1 Quattro. Und starten wir auch gleich los aus der 7., 8. Position. Los geht's. Na, ja, da sind wir ein bisschen hängen geblieben am Start anscheinend. Grüne links, auch mit Problemen. Ein bisschen was haben wir jetzt verloren. Und da geht auch einer auf Abwiegen, ein BMW. Ja, wir sind noch Achter. Schauen wir mal, ob da was geht. Na, da können wir nicht viel machen hinter dem AMG Mercedes hier. Okay, Rundenschalten haben nicht viel gebracht. Da hinten schießt schon der Grüne wieder daher. Dann werden wir ein bisschen die Kampflinie ansagen. Aber ich finde die Serie ganz geil eigentlich, muss ich sagen. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich, je nachdem, auf was ich Bock habe hier, Project Cars, Formel 1, jetzt rein vom Motorsport her. Und dann werde ich auch noch ADAC GT Masters vom Race Room da eventuell mal beginnen. Für eine Mini-Saison auch. Mal schauen, wie euch das vielleicht gefällt. Ich finde das eigentlich ganz geil. Aber das wird es dann wahrscheinlich demnächst sehen, je nachdem, wie ich Bock habe und auf was ich Bock habe. Momentan machen wir mit der Project Cars gerade ein bisschen mehr Freude wie Formel 1, vor allem mit der komischen KI, ich weiß nicht. Aber spätestens wenn wieder ein echter Grand Prix ist, dann bekommt man vielleicht wieder ein bisschen mehr Lust. Mal schauen. Aha. Hat man jetzt gerade keine Chance zum Vorbeigehen. So, da gehen wir auch schon in die letzte Runde. Ja, wir sind ein bisschen ausgedriftet. Der Mercedes bekommt es da gleich mit der Angst zu tun durch meinen Fehler. Oh, jetzt fängt es noch zum Regnen an. Ich habe keine Ahnung, wie viele Reifen wir drauf haben. Ich schau mal den Wisch ein. Kann nie schaden. Na, grundsätzlich finde ich das ganz geil. Ja, auf der Nordschleife, glaube ich, sind wir da mit dem 1 auf verlorenen Posten. Na, ist klar. Fangt zum Regnen an, ich rutsch raus. Ist ja logisch. Ist zwar einerseits zwar schade, aber ist nicht so wichtig bei der Serie. So, dafür kriegen wir wenigstens den Grünen noch einmal. Ja, okay. Eine Position nach der Start. War zwar ein bisschen unnötig, aber naja. Ja, ich glaube, Nürburgring tut dem 1, glaube ich, extrem weh. Ich glaube, die tut ihm wirklich weh, die Nürburgring. Das werde ich vielleicht zum Spaß einmal testen. Na, auf jeden Fall, das ist sinnlos. So, 2 Punkte auf Platz 9. Ja, ob wir jetzt 9. hier sind oder 7. Ja. Okay, bin ich rausgerutscht, war ich ein bisschen zu schnell. Weiter geht's, sage ich nur, und wir haben es schon wieder vergessen. So, jetzt schauen wir mal, was jetzt kommt. So, wo geht's hin? Achso, haben wir noch eine Posteingang, irgendwas Schnelles? Nein.
Euro Championship, Road TC, was? Ich glaube, da sind wir da zu Hause, oder? GT4? Aber ich habe keine Ahnung, in welchem wir da eigentlich dabei sind. Asia, UK? GT4? LMP3? US Rookie? Ja, das sind wir eh schon gefahren. Was haben wir hier? Nee, Wagen auswählen. Will ich das jetzt? Nö. Nö, die lassen wir. Sind wir eh schon gefahren. Ich glaube, die lassen wir aus. Zum nächsten Event, genau. Was ist das? Eins von drei Oschers Leben. Was haben wir hier für Autos? Und wir sind noch immer nicht. Mega. Ach so, und das ist jetzt nur Road, oder wie? C1. Das ist wieder das gleiche. 256. C1, war das vorher auch C1? Habe ich schon gar nicht mehr auf dem Radar jetzt. Warum machen sie nicht gleich eine komplette Meisterschaft? Ah, da ist auch Renault auch dabei. So, jetzt werden wir aber was Stärkeres nehmen. Aber jetzt haben wir dann wieder das. 3, 2, also Geschwindigkeit 2,49. Was hat der? 2,5? Aha, okay. Aber auch 2,45. 2,56 PS. Okay. 2, ah, der ist klasse. C2, okay. Er ist. Okay. Da dürfen wir wieder zwei Klassen. Der ist sogar C1. 360 PS. Der Mercedes. Was haben wir? Mitsubishi. C1. 404 PS. 303. Was hat er gehabt? 308. Ja, okay. Das ist minimal. Der Renault. In der C2-Klasse, okay. Alles klar, dann werden wir einfach, ja, scheiß drauf, bringen wir mal Mitsubishi, so oft haben wir da eh nicht die Möglichkeit, dass wir den sowas vielleicht fahren. Mercedes werden wir noch eher, auch in der GT vielleicht, irgendwo mal fahren, eine Mitsubishi, weiß ich gar nicht, ob ich den, der schaut auch geil aus. Ob wir das so oft die Gelegenheit haben. Grün ist oft schon ein bisschen von mir der Favorite. Orange ist auch geil da. Der auch schon wieder cool. Aber jetzt nehmen wir mal eine andere irgendwas Farbe. Orange ist geil. Was war das andere Orange? Das. Ja, scheiß drauf, den nehmen wir. In der C1-Klasse. Orsches Leben. Qualifying. Genau. Und wir starten schon rein. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Schauen wir uns mal hier kurz den Wagen an, hätte ich gesagt. Was wieder ein bisschen raus, Bremsdruck, das passt. Immer wieder ein bisschen nach vorne. Ja, da brauchen wir nicht viel Tank. Ja, 6 Runden, das reicht einmal fürs erste. Speichern. Und wir fahren schon einmal raus. Oh, wir sitzen rechts. Ja, wen wundert's? Mitsubishi. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten. Jetzt im Licht nicht ganz so gut wegen dem Orange. Aber ausschauen tut. Oh! Tut das eigentlich schon ganz geil.
Dann können wir versuchen, dem hier nachzufahren. Wer ist noch in unserer Klasse? Jeder Mercedes? Jetzt habe ich wieder vergessen. Was war es? Mitsubishi und ich glaube Mercedes. Oh, was ist das für ein Kurs? Das ist ein anderer, den kenne ich gar nicht. Bin schon so nicht der Forschungsleben-Experte. Ja, liegt aber gar nicht so schlecht. So, jetzt sind wir wieder da hinten, genau. Ja, okay. Gut, Freunde, ich fahre jetzt 2-3 Runden noch kurz und wir sehen uns gleich wieder zum Rennen, dass wir das auch noch hier hinbekommen. Und... Gröber verbremst. Alles live. Da muss ich erst noch den Bremspunkt finden. Gut. Wir sehen uns gleich zum Rennen, Freunde. Bis gleich. So, los geht's. Die Pole habe ich rausgefahren. Über eine Sekunde Vorsprung, glaube ich, auf den BMW. Deswegen habe ich gleich um 4% jetzt die KI-Stärke raufgedreht. Und wir schauen uns einfach mal an, wie es uns so ergeht hier mit unserem Mitsubishi. Startfrei, 3 Runden. Roschersleben. Los geht's. Das ist, glaube ich, das erste von 3 Rennen von dieser Serie. Ich komme schon mal ganz gut weg. Jetzt haben wir als erster hier. Das ist die Schikane schon mal geil. Ich habe aber gesehen, es gibt nur C1 und C2 Klasse, obwohl ich eigentlich gelesen habe, C3 ja, glaube ich auch. Oder habe ich mich da verschaut? Draußen bei der Autoaussuche, wie wir waren. Egal, wir sind auf jeden Fall in der 1er Klasse und eine 2er gibt es noch. Also wieder 2 Klassen Gesellschaft hier. Ja, ist okay. Sind ja noch mehr oder weniger 2 Rennen wieder in einem. In Le Mans sind es ja auch 4 Rennen gleichzeitig. So, der Mitsubishi bleibt uns da schon auf den Fersen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich da keinen Fehler mache. Alle 2 Runden, 2-3 Runden fahrt mal wieder irgendein anderes Auto oder jedes Wochenende da. Da muss ich auch wieder ein bisschen einschießen, immer auf die ganzen Autos. Ja, der Mitsubishi bleibt dran, hinten der BMW ist auch noch da. Da habe ich mich schon ein paar Mal verbremst gehabt. Ja, übers Körb gar nicht einmal so der Burner. Lukas Debel, der, ich muss jetzt richtig gelesen, aber auf die Schnelle, hinten im Mitsubishi im zweiten. Ja, bleiben hartnäckig dran, dann zum vierten, das ist glaube ich ein Mercedes, leichter Abstand schon. Jo, da geht's auch schon in die letzte Runde. Kurz und knackig. 3 Runden am Oschersleben Nationalkurs. So die kurze Anbindung. Gut, hätte man aber keine Ahnung, den kompletten Kurs gleich nehmen, aber ja. Na gut, vielleicht irgendwo mit Absicht
Wegen der Geraden hinten vielleicht mit der langen, weil das nicht so ganz performancemäßig zusammenpasst. Aber egal. Ja, heute hätte man sich sollen nicht so viel spielen hier. Kurz die Lenkrad-Einstellung hier oder Optik mal anschauen. Was ist jetzt? Jetzt geht mir der Benzin aus. Ach du Scheiße! Nein, wie peinlich! Ja, das steht nicht zum Spaß, wahrscheinlich circa für 3, irgendwas Runden. Okay. Alles klar. Max Horror gewinnt im BMW sogar noch. Wer hätte sich das gedacht vor dem Mitsubishi? Ja, lecco mio. Lecco mio. Gut. Das haben wir jetzt auch gelernt. Ja, 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 ja. Schnellste Runde wenigstens. Da haben wir noch einmal einen extra Punkt dazu. Ah, wow, wow. Ja, das ist dann für die Gesamtwertung, war das jetzt für mich der Todesstoß, glaube ich. Das können wir dann nicht mehr gewinnen. Vielleicht kommen wir noch wenigstens in die Top 3. Mal schauen. Ja, ja, ja. Gut, wo geht das nächste hin? Zu heute springen. Oh, Runde 2 von 3, wir sind in Barcelona. Na, perfekt. Jo, das gibt's das nächste Mal, Freunde. Ich darf mich wieder mal verabschieden und bedanken fürs Einschalten. Gib mir der Benzin aus. Ja, was soll's. Jetzt wissen wir's. Da müssen wir noch einmal mindestens um eins mehr rein danken. Das war wirklich nur eine ungefähr circa Angabe. Gut, passt. Wenigstens wieder zum Lachen gehabt. Bis zum nächsten Mal. Danke und ciao, ciao.